Wieder grinst. Kapitel 6, die Halle des Schläfers. Es ist vollbracht. Unglaublich. Der unscheinbare graue Edelstein schimmert nun bläulich. Ja, schneid den Arm ab. Das ist ein gutes Zeichen. Die magische Energie des Erzhaufens scheint tatsächlich in das alte Schwert übertragen worden zu sein. Aber unsere kleine Aktion hier scheint etwas Aufmerksamkeit erregt zu haben. Du solltest dich am besten direkt hier heraus teleportieren. Was wird aus dir? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde mir schon was einfallen lassen. Geh jetzt! Moment. Magie zu... Nein, okay, ich kann ihm nicht irgendwie eine Sumpflagger-Rune geben oder so. Kann ich nicht, schade. So, da haben wir es. Oh, benötigte Stärke 30. Magieschaden 30. Nee, halt. Feuerschaden 30. Magieschaden 120. Uriziel. Oh Gott, ist das geil. Okay. Ich würde sagen, auf zu Xardas. Erstmal speichern. Und auf zu Xardas. So, meine lieben Freunde. Wir sind fast am Ende. Dumm, lauf hoch. Schneller. Xardas. So. Ich habe Uriziel aufgeladen. Unglaublich! Das Schwert hat seine alten Kräfte wieder gewonnen. Nun führst du eine wahrhaft mächtige Waffe. Du erwähntest einen Weg, wie ich Uriziel auch als Magier wirksam führen könnte. Wenn du Uriziel genau betrachtest, wird dir der große, blau schimmernde Edelstein in der Klinge sofort auffallen. Er ist das Gefäß für die magischen Kräfte der Klinge. Wenn ich den Stein entferne, kann ich daraus eine Zauberrune herstellen, welche die Eigenschaften von Uriziel selbst in sich trägt. Eine Zauberrune aus Uriziel? Mit der Kraft der Rune wirst du deine Feinde ebenso besiegen wie mit der Kraft des Schwertes. Aber sei gewahr, dass nur ein Meister des sechsten Kreises der Magie eine solche machtvolle Zauberrune beherrschen kann. Nee, ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich behalte das geile Schwert, hallo? So. Ja. Wegen dem kleinen Error eben habe ich etwas nachgelesen. Und zwar die Teleportrune. Ja. Die Teleportrune. Zu den Feuermagiern. Die werden wir jetzt benutzen. Wir machen einen kleinen Abstecher. Wir werden jetzt Gomez töten. Hey du! Bist du hier? Geh oder ich ruf die Wache. Ich hatte mir fast gedacht, dass es jemand durch das Pentagramm versuchen würde. Aber im Gegensatz zu diesem verräterischen Schmied Stone... Wachen zu mir! ...brauchen wir dich. Was machst nicht du denn hier? Wo ist Stone? Hinter Gittern. Aber dafür wirst du gleich unter der Erde liegen. Schnappt ihn euch, Jungs, und macht ihn kalt! So, jetzt wird's richtig los. Was ist das denn jetzt da schon? Hä? Haha, das macht mir gar keinen Schaden. Boah, ist das geil! Hardcore, Leute. Richtig hardcore. Okay, ich muss die Sache, die Leute nur nach Schlüsseln durchsuchen, ansonsten brauche ich eigentlich nichts. Weil das Spiel ist sowieso gleich vorbei. Moment mal. Nein! Nein! Fuck! Error. Sorry, Leute. Ja, Leute, sorry, ich habe das kommen sehen. Wenn ich zwei bestimmte Tasten gleichzeitig drücke,
dann ist es vorbei. Dann wird es automatisch... Dann ist automatisch der Error drin. Das ist schon, wenn ich Steuerung Escape drücke. Ja, war jetzt ein bisschen... Hey, du. Ja, laber nicht. Hinter Gittern. Aber dafür wirst du gleich unter der Erde liegen. Ja, schnappt ihn euch, Jungs! Und macht ihn kalt! Was machst du denn hier? Wachen, hey, zu mir! Na los, du hast da... Sterbe! Genug! So, den Schlüssel wollte ich aber haben von dir. Genau, den Schlüssel da. So. Torres, hattest du irgendwas für mich? Ich brauch, wenn dann irgendwelche guten... Okay, Getränk der Geschwindigkeit kann ich jetzt mal nehmen, aber... Das ist nicht so wichtig. Moment, so, was haben wir hier noch? Okay, die Runen nehme ich jetzt schon an mich. So, was ist mit dir, Damra Rock Typ? Ja, brauche ich nicht. Charisto. Brauche ich auch nicht. Drago. Ring der Unbesiegbarkeit. Okay. Gardist? Ja, Gardist brauche ich jetzt nicht. Speichern. So, meine Leute. Jetzt geht ursprünglich die Party ab. Aber richtig. So, jetzt geht richtig die Party ab. Rechts, links, links. Rechts, links, links. Rechts, links, rechts. Scheiße. Rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, rechts. Boah Gott. Wahre Macht. Und noch ganz viele andere Scheiße, die ich auch noch nicht brauche. Und was bringt mir diese wahre Macht? Moment. Guck ich ganz kurz, ob die mir irgendwas bringt. Nee. Bett. Brauche ich nicht. Truhe. Truhe. Ach komm, ich knack doch jetzt hier nicht alle Truhen, wenn ich bekloppt oder was. So, meine lieben Leute. Das macht Spaß. Aua. Die Attacke ist echt geil. So, Raven, was hast du denn dabei? Nichts, okay. Ich werde mal eben... Aua! So, ich glaube, bei dir tickt's noch richtig, oder? Was? Scheiße. Ja, okay, ganz unterschätzen sollte ich sie jetzt nicht. Wenn die jetzt halt nicht sind, du willst die Folgen zu tragen haben. Ja, komm her, du Spaß. Hörst du mal zu attackieren? Meine Fresse. Muss nicht sein. Boah! Ja, der hat mich ganz eindeutig gekillt. Okay, okay, okay. Ja. Ich darf sie nicht komplett unterschätzen. Ich hab's gerade gemerkt. Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. So, hier hinter mir ist jetzt einer. Jetzt los. Was soll denn jetzt? Was soll denn jetzt der Scheiß anfangen? Eiskalt. Bug. Ohne Ende. Jetzt bin ich aus dem Schloss raus. Soll ich jetzt neu laden oder? Egal, geh ich halt ins Schloss wieder rein. Was soll denn der Kack? Für den Arsch, Leute, für den Arsch. So, geh ich halt wieder ins Schloss rein. Halt erstmal Licht.
Das interessieren mich aber nicht, die Typen. Die Balls sind auch tot, okay. Balls sind auch tot. Dass es gerade Nacht ist, weil dann schlafen die meisten. Kann ich hier einfach so durchmarschieren. Ja, wir erinnern uns ins alte Lager, waren wir jetzt schon lange nicht mehr. Aber, ja. Ab in die Burg. Okay, die Band ist weg.